Willkommen zum Vortrag über das DiskMax-Projekt. Ja, schön, dass so viele den Weg hierher gefunden haben, auch wenn es hier unglaublich viele spannende Sachen gibt und das auch zu so später Stunde noch relativ viel Publikum da ist. Ne? Freue mich, dass ich hier ein bisschen was über dieses Projekt erzählen kann in diesem Rahmen. Ich habe das sonst immer in sehr akademisch vorgeprägten Kreisen so präsentiert. Und hier kommt endlich mal ein bisschen tatsächlich, kommen auch mal Kreise rein, die das Ganze aus der anderen Richtung so ein bisschen betrachten werden. Ich erzähle gleich, warum. Warum dieser Perspektivwechsel, glaube ich, mal ganz interessant ist. Ich musste nämlich immer erklären, was ein Diskettenmagazin ist. Und vielleicht wissen hier in dieser Runde einige schon, was ein Diskettenmagazin ist. Weiß jemand, was ein Diskettenmagazin ist? Okay, also das sind schon deutlich mehr als 50%. Das ist ungefähr 20 Mal so viel wie sonst. Also Diskettenmagazin ist etwas, was ansonsten im Rest der Welt irgendwie recht unbekannt ist. Hier in diesem Kreis ist es mal was Bekanntes ausnahmsweise. Ich habe es bisher immer dort präsentiert, wo man es eigentlich eher nicht kannte. Also es ist jetzt mal was Neues, deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt hier. Aber das macht hoffentlich nichts. Ich werde ein bisschen was erzählen. Ich habe ein paar Folien vorbereitet, auch was zum Angucken. Wir haben vor, Ich erzähle erstmal allgemein was zu DiskMax, warum das besonders interessant ist, warum man sich ausführlicher damit beschäftigen sollte und dann etwas zu einem Projekt, wo es um Katalogisierung und um Texterschließung geht. Ich hoffe, dass es spannend ist. Vielleicht ist die eine oder andere Person hier im Publikum, die vielleicht auch selber an der Erzeugung eines DiskMax mal beteiligt war. Vielleicht mal so ein bisschen was vorweg zur Geschichte von Diskettenmagazin. Im Jahr 1986 erschien in den USA im Kreis des Bibliothekswesens ein Artikel in der Printzeitschrift Serials Review. Das ich weiß gar nicht, ob es das inzwischen noch immer noch gibt. Damals konnte man sich da einen Überblick verschaffen über den Zeitschriftenmarkt, der natürlich so von Bibliotheken auch immer abgegriffen wurde. Und es hieß in diesem Artikel, Is there a disc magazine in your future? Man hat sich dann dort erstmals mit dem Medium auseinandergesetzt, das ausschließlich digital gelesen werden konnte. Und eben auch nur auf Diskette ausgeliefert wurde. Das war etwas Besonderes an diesem Diskettenmagazin, dass es eben kein Printjournal war. Und in diesem kleinen Artikel haben sie dann ausführlich für also 5, 6 verschiedene Magazine vorgestellt, die es zu kaufen gab. Es war doch im Jahr 86, das DiskMax als Medium eigentlich schon ein paar Jahre alt. Aber für die Bibliothekswelt war das etwas Neues. Das hier ist eigentlich redundant, das hier zu zeigen, aber es ist, ich zeige es trotzdem, weil dieser C64 eines der Geräte war, auf dem die DiskMax-Rezeption dann besonders stark wurde. Man hat das also bei der Einführung so in den 1980er Jahren gab es Diskettenmagazine schon auf Rechnern wie Apple II. Das erste Magazin Softdisk hieß es, glaube ich, ist das erste, was auf 5,25 Diskette publiziert wurde und bediente aber eben auch diejenigen Personen, die sich ein Apple II leisten konnten. Auf dem C64 war das dann anders, da ging das dann in die Breite und dementsprechend explodierte dann mit der Verbreitung des C64 auch die Anzahl an Diskettenmagazinen. Dazu werde ich später noch was sagen. Man hat sonst immer gewöhnlicherweise sich informiert und ausgetauscht über solche Printmagazine. Bei Diskettenmagazinen war das eben mal etwas ganz anderes. Diskettenmagazine sind üblicherweise auch nicht die Diskette, die auf dem Heft draufklebt, sondern
eine Diskette und da klebt vielleicht eventuell noch irgendwas dran. Aber der Hauptinhalt ist eben auf der Diskette selbst, anders als im Printmagazin. Deswegen ist es medientechnisch interessant. Und deswegen wurde es auch von den Bibliotheken nicht katalogisiert. Also diese einführenden anfangs gezeigten Artikel aus dem Bibliothekswesen weist darauf hin, dass es etwas Neuartiges war und dass man etwas vergessen hatte bei der Katalogisierung. Das hat man sehr lange vergessen. Also entsprechend sind solche Dinge hier, wie die bekannten Titel Magic Disc und Game On, die dürften viele von hier aus der Runde kennen, sind nicht katalogisiert worden oder nur teilweise katalogisiert worden durch Bibliotheken. Man findet nur die Einträge aus der späten Zeit, als man die dann tatsächlich als Beigabe zu einem Printmagazin katalogisiert hat. Aber nur, weil es eben das Printmagazin gab. Ne? Als Diskettenmagazin selbst, also Diskette in einer Plastikhülle oder so am Kiosk, konnte man da kaufen. Auch in erheblicher Tausende oder mehrere Zehntausende Stück Auflage. Also eigentlich Sammelwert, Sammelnswert für die Bibliotheken, hat man es trotzdem nicht wegen der digitalen Form eben damals nicht gesammelt. Es sieht heute ein bisschen anders aus, aber es gibt aufgrund dieser Veränderung, aufgrund dieser Neuartigkeit eben eine gewisse Lücke. So, diese Lücke versuchen wir zu füllen. Wir haben uns da so ein bisschen auf die Suche gemacht. Ich habe mal ein Seminar gegeben zum Thema Diskettenmagazine und die Studis gebeten, dann so eine kleine Auswahl vorzustellen. Das ist so jetzt eine, die haben sich dann so ein bisschen auf die Suche gemacht und sich verschiedene Magazine ausgewählt. Und da sind die auf ganz interessante Sachen gestoßen. Es gab, was euch jetzt hier in diesem Kreis bekannt ist, es gab eben tatsächlich nicht nur kommerzielle Magazine, die gab es in der Anfangszeit vor allem, aber es gab dann später, spätestens ab Ende der 80er so, also auch eine ganze Reihe Community-erzeugter Magazine, wie das zum Beispiel in der Mitte, das ist mein Lieblingsbeispiel, Killer Drive, ist wunderbar, so mit einem Heavy-Metal-Soundtrack und dieses Sex and Crime ganz unten. Der Rest hier gezeigt sind meines Wissens nach kaufbare Magazine, aber der größere Anteil waren eigentlich letztlich Community-Magazine. So, und vielleicht so als Beispiel, wie sowas aussieht. Ich vermute mal, dass ihr das alle ungefähr kennt. Ich zeige es trotzdem einfach, weil es vielleicht doch ein paar gibt, die das noch nicht gesehen haben in dieser Form. So konnte man das dann lesen mit so relativ einfachen Menüs irgendwie. Ich finde sowas ja ganz irgendwie ganz romantisch heute, ne? Also auch so mit so ein bisschen Grafik dazwischen und so diese Blockgrafiken dann als so zwischendrin zur Verwendung. Und zur Hervorhebung von bestimmten inhaltlichen Sachen. Das ist aus verschiedenen Gründen recht interessant, also weil da einmal weil da ganz anders mit Text umgegangen wird. Das ist sozusagen aus Sicht der sogenannten Editionsphilologie interessant, das sage ich später was zu. Und in den Texten selbst steckt auch eine ganze Menge drin. Weil man jetzt in solchen Discmags, anders als in diesem Hochglanz-Print-Journalismus, eine andere Sprache gewählt hat. Man hat sich anders unterhalten, die Sprache wirkt oft ein bisschen naiver, ist aber auch authentischer irgendwo und es sind viele neue Wörter im Umlauf gewesen, die man hat sich versucht auszudrücken, über das neue Medium auszutauschen, über die Computer auszutauschen über das, was man auch gemacht hat mit den Geräten. Und das sind Dinge, die stecken da drin, aber die stecken nirgends anders drin. Die kriegt man jetzt nicht über den Printjournalismus raus. Ne? Also im Prinzip könnte man die These aufstellen, dass man sagt, also diese Diskettenmagazine, wenn sie Community-Magazine sind, sind so etwas wie das, was heute Social Media bereitstellt als Selbstdokumentation. Es werden ja immer ständig Selbstdokumentationen von verschiedenen Subszenen und Subkulturen generiert, die auch
Also, und das sind relevante Quellen für die Wissenschaft später, ne? Also wenn man sich, wenn die nachfolgende oder die nächsten, also übernächste Generation kommt und sich damit auseinandersetzen möchte, dann sind solche Dokumente sehr wertvoll. Ansonsten verliert man eben den Zugang dazu, ne? Deswegen halte ich die Texte der DiskMax für besonders interessant. Hier ist ein kleines Demo-Setup, was ich eigentlich auch immer ganz gerne mal zeige. Das geht aber eigentlich ein bisschen, aber davon steht hier eigentlich genug rum. Das muss ich jetzt heute hier eigentlich gar nicht zeigen, beziehungsweise ich gehe es einfach ein bisschen schneller durch. Was die Leute immer fasziniert, also da erzähle ich jetzt das, was ich sozusagen von anderen Vorträgen immer mitbekommen habe. Die lachen sich natürlich erstmal kaputt, wenn sie das sehen. Nicht weil sie es lächerlich finden, sondern weil sie feststellen, oh, da ist irgendwie was. So haben wir das vor nicht allzu langer Zeit noch gemacht und damals war das sozusagen war das die Endstufe, ne? Also von dem, was man zu Hause machen konnte, das war Hightech und das hat man sich halt gegönnt, als ob das jetzt als Unterhaltungsgerät war oder als Arbeitsgerät, sei mal dahingestellt. Aber das war eben das, was äußerst modern war, ne? Das ist dieses Setup. Und deswegen amüsiert das viele Leute heutzutage. Ne? Einige haben dann noch so eine Erinnerung dran, dass sie vielleicht selber sowas nochmal da stehen hatten. Aber gerade die Studierenden, mit denen ich mir das dann auch angeschaut habe, auch diese Setups, für die ist vor allem zum Beispiel auch das Look and Feel von dieser originalen Hardware sehr interessant. Ne? Also wenn man sich dann eine ganze Zeit lang erstmal so im Emulator mit Diskettenmagazin oder überhaupt mit alten Computern auseinandergesetzt hat, dann das ist dann erstmal ganz schön. Dann haben die so ein bisschen so eine Annäherung an dieses ganz systemnahe Arbeiten, dass man so direkt erstmal so in so einem Prompt kriegt und irgendwas machen muss, ne? Bevor man überhaupt irgendwas anklicken kann oder da ist dann nochmal ein extra Erlebnis kommt nochmal hinzu, wenn die Leute mit der Hardware in Kontakt kommen. Also das, deswegen finde ich solche Veranstaltungen wie heute jetzt also besonders wertvoll. Und ich hoffe, dass hier auch viele Studis in der Nähe sind, also um eben genau das hier ein bisschen zu erleben. Ja, gerne Sound an. Habe ich das gerade ausgemacht? Achso, das liegt an. Ja, okay. Worüber sich die Leute auch immer freuen, dass es eben so ein Multimedia-Erlebnis ist. Jetzt muss man irgendwie Space drücken, das dauert, wenn man das nicht weiß, ist ein bisschen blöd, aber der Klaus, der das Video gemacht hat, der wusste das natürlich ich spule es auch mal ein bisschen nach, obwohl, ich lasse das mal durchlaufen. Also auch diese Erfahrung der relativ langen Ladezeiten ist etwas Besonderes, ne? Also dass man zwischendurch frühstücken kann oder so, das hat man erstmal so nicht auf der Rechnung, ne? Aber es gehört irgendwie zum Medium dazu. Ne? Im Emulator können wir ja sonst immer alles hochskalieren auf 1600% oder sowas. Und dann haben wir da schon an der Stelle eine andere Wahrnehmung von diesen Medien. Ne? Deswegen sind solche originalen, rekonstruierten Setups eigentlich auch sehr, sehr wichtig. gerade für dieses Erleben solcher Sachen. Ich hatte gesagt, mich interessiert eigentlich vor allem der Text daran, aber es gibt eben auch dieses Drumherum mit der Peripherie, mit dem Multimedia und mit den tatsächlich auch mit den originalen Geräten. Also auch solche Geschichten, dass jetzt hier erstmal dieser Bildschirmspeicher da belegt wird mit irgendwas anderem, ne? Und das ist dann tatsächlich kein Fehler ist, sondern dann erst richtig losgeht. Ne? Das ist auch so eine schöne Sache hier. Gut, da hat sich dieses Menü auch nochmal so ein bisschen entwickelt. Ich halte das jetzt mal an. So, also das war jetzt wahrscheinlich für einen Teil von euch redundant, aber vielleicht habe ich euch ein bisschen mitteilen können, wieso die Perspektive ist von einem streng akademischen Publikum, was diesen Hintergrund, den wir jetzt heute hier haben auf diesem VCFB, nicht mitbringen. Naja, also warum ist es jetzt interessant, vielleicht als kleine Zusammenfassung? Ich bezeichne es immer gerne so als frühes digitale Kulturerbe, als ein Produkt der Heimcomputer-Ära, ne, an die wir sonst nicht so richtig rankommen. Und es ist einem einerseits inhaltlich
inhaltlich interessant, aber auch interessant, weil es jeweils durch die unterschiedlichen Systemumgebungen geprägt wird. Das ist, ich habe jetzt nur C64 gezeigt. Das meiste ist tatsächlich auch C64. Aber es gab auch eine ganze Reihe anderer Systeme, auf denen Discmax ein bedeutendes Medium waren. Naja, und als Medium insgesamt ist es besonders interessant, weil es diese multimediale Form hat. Es ist interaktiv, es ist auch hybrid. Ich hatte anfangs gesagt, dass das Besondere eben dann ist, dass es digital ist, aber es hat eben auch analoge Anteile, vor allem bei den Sachen, die man kaufen konnte. Da war dann irgendwie so eine bunte Pappe vorweg, ne? Und dann klebte da was drauf. Aber auch zum Beispiel die Digital Talk, da ist, ich glaube, hier um die Ecke gleich ein schöner großer Aufsteller, ne? Also da kriegt man auch immer opulentes Material mitgeliefert, ne? Und die gibt es ja auch bis in die Gegenwart. Und es ist eben nicht nur kommerziell, sondern eben auch zum sehr, sehr relevanten Teil auch Community created. Also das nochmal so als Zusammenfassung hierzu. So, und was macht man jetzt? Jetzt kann man sagen, wir wollen das gerne konservieren, so in dem Original-Setup. Wir können auch sagen, wir emulieren das, weil vielleicht nicht jeder so ein originales Setup zur Verfügung hat. Ne? Dann wäre das eben so eine Notlösung, sage ich mal, um an die Inhalte überhaupt ranzukommen irgendwie. Man kann das auch kann auch sagen, wir möchten das kritisch edieren. Was das bedeuten kann, zeige ich gleich. Aber was man vorher machen müsste, und darum geht dieses Projekt, was wir für 2023 finanziert bekommen haben, dass wir überhaupt erstmal den Bestand an Diskettenmagazinen aufarbeiten, dass wir gucken, was gab es denn alles und nach Möglichkeit auch einen Teil der Texte vielleicht auch gleich durchsuchbar machen. Ne? Das heißt, wir müssen es katalogisieren und wir müssen es irgendwie hinkriegen, die Texte zu extrahieren, damit man zum Beispiel nach bestimmten Stichworten suchen kann und dann systemübergreifend, magazinübergreifend und sprachübergreifend vielleicht auch ein paar Fundstellen kriegt. Das ist erstmal so das Ziel liegt noch ein bisschen in der Ferne, aber also ich denke, wir haben ein paar Sachen vorbereitet, die so in die Richtung gehen. Das zeige ich gleich. Was wir an der Uni Würzburg gemacht haben, ist, dass wir so langsam so ein kleines Retro-Labor aufbauen, so mit verschiedenen Geräten, um eben diese Setups mal so ein bisschen nachvollziehen zu können. Das ist jetzt nur so ein symbolisches Bild, sag ich mal. Wir versuchen einfach noch weitere Hardware zu bekommen. Also mal schauen, an was für Geräte wir sonst noch so rankommen. Emulation, der zweite Weg, ne? Wie gesagt, die etwas der Kompromisslösung, weil sie einfach in der Breite besser verfügbar ist und im Prinzip auch im Browser beispielsweise zur Verfügung gestellt werden kann. Und das dritte wäre dann tatsächlich so eine Art Edition herzustellen. Was heißt eine Edition herstellen? Wir gucken uns das Original an, versuchen es irgendwie zu interpretieren und extrahieren daraus, also und stellen daraus sozusagen eine Lesefassung in einem heute üblichen Medium her. Ne? Das Gleiche macht man irgendwie mit Goethe, wenn man sieht, alte Textausgabe in Frakturschrift oder irgendwelche oder Kurrentschrift oder so vielleicht sogar noch, ne? Dann sagt man, gut, kann heute keiner mehr lesen. Deswegen übertragen wir das, transliterieren wir das alles, übertragen es in ein aktuelles Medium und präsentieren das entsprechend. Deswegen dieser Schritt von dem Original hier hinten zu sehen, denn in der Mitte sozusagen ein kodifizierter Text in XML und im Vordergrund hier auf der rechten Seite dann eine Wiedergabe, wie man sie zum Beispiel im Browser dann anschauen könnte. Ne? Aber natürlich ein anderer, also medial was völlig anderes. Ne? Das Besondere daran ist, dass es und deswegen sage ich Redigitalisierung, dass es ja eigentlich schon digital vorliegt. Aber dadurch, dass mehrere Hürden überwunden werden müssen, also von Herstellerstandards, vielleicht Kompressionsalgorithmen und andere Dinge, die so im Weg liegen, brauchen wir eine gewisse Interpretation, um von dem Originaltextbild zu dem edierten Text zu kommen. Und was kann man im edierten Text noch machen? Man kann, ich zeige erstmal vielleicht das, was ich hier
Na, wo ist es denn? Da, genau. Also ich, das habe ich mal zusammengebaut für einen kleinen Vortrag. Ich mache das einfach mal ein bisschen größer. Was man hier halt machen kann, dass man sagt, ich stelle einfach den Text der gesamten Ausgabe auf eine Website. Ich verliere dabei alles, was sozusagen die originale Hardware und das originale Interface betrifft, aber ich habe dafür den Vorteil, dass ich den gesamten Text hier habe in einer lesbaren Form, in einer durchsuchbaren Form. Und ich kann beispielsweise auch wenn ich hier noch so Register anbiete, an verschiedene Stellen dieser Ausgabe springen. So, ne? Das ist jetzt etwas, was in dem Projekt, was jetzt innerhalb dieses Jahres läuft, noch nicht inkludiert ist. Das wäre jetzt ein sehr fernes Ziel, weil das eben sehr viel Arbeit leider auch erfordert, weil man wirklich sehr nah am Text arbeiten muss. Aber es könnte eben interessant sein, wenn man für einzelne ausgewählte Zeitschriften diese Arbeit unternimmt. Das stelle ich jetzt noch mal so ein bisschen in Frage. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich ein Ziel sein muss, ne? Also, oder ob nicht einfach der Plaintext sozusagen genügt. Jedenfalls könnte es für also ganz verschiedene Arten der Forschung interessant sein. Ne? Also insbesondere, wenn es jetzt um die Spieleforschung geht oder um die Forschung zur Demoszene, dann wäre das eine wertvolle Ressource. Ich gehe mal zurück in die Präsentation. Ich hatte vorhin gesagt, es ist editionsphilologisch interessant. Was hat es damit auf sich? Die Editionsphilologie dreht sich häufig um Text und versucht, Text zu beschreiben, zu interpretieren und wiederzugeben, aber kritisch eben zu betrachten und dann eine Form zu finden, wie man es eben für aktuelle Leser jetzt wiedergeben kann. Und wir haben in dem Originalerscheinungsbild des Textes eben hier diesen Umgang mit diesen Leerzeichen, um einfach Abstände zu erzeugen. Darunter eine Linie, die sozusagen mit Blockgrafik erzeugt ist, ne, aber die letztlich in der Linie ergeben soll. Ne? Also das Resultat, das Textbild ist ja entscheidend, was dabei entsteht. Und das heißt, wir brauchen einerseits etwas, also eine Form, die sozusagen zur Konservierung, also relativ nah am Originalcode ist oder den Originalcode wiedergibt und andererseits aber auch die Interpretation desselben mitträgt. Ne? Deswegen sieht man jetzt hier einmal in dem grün markierten Bereich da oben, ne? Also einmal den Original-Text Byte für Byte und in der XML, in dem XML-Attribut Rend bzw. ANA für Analytics und Rend für Rendition einmal die Interpretation, dass es eben in Großbuchstaben und mit Leerzeichen bzw. mit Abständen versehen sein soll und bei dieser Blockgrafik eben die Interpretation, dass es eine durchgezogene Linie ergeben soll. Ne? Das ist, damit man sozusagen das gleich mitbekommt. Diesen Schritt von dem Code zum Bild des Codes auch mit in die Dokumentation einfließen lässt. Ne? Aber das ist sehr aufwendig. Ne? Das machen wir nicht, aber wenn sich jemand, das war jetzt eben nur so eine Demo-Edition, um zu zeigen, was man vielleicht machen könnte, irgendwann mal, wenn wir sehr viel Zeit haben, also falls sich jemand dafür interessiert, diese Folien werde ich gelegentlich auch mal dann zur Verfügung stellen, dann kann man das sich bei GitHub angucken. Bevor man sowas überhaupt macht, müsste man, wie vorher gesagt, erstmal den Bestand aufarbeiten, schauen, was gab es und diesen Bestand durchsuchbar machen. Das heißt, was haben wir gemacht? Wo findet man überhaupt Diskmags? Diskettenmagazine findet man tatsächlich schon an sehr vielen verschiedenen Orten. Die Communities haben sich da sehr viel Mühe gegeben, auch eigene Datenbanken jeweils zu erzeugen, immer so für einen Ausschnitt des jeweiligen Bereiches. Poet ist dann ein sehr wichtiger Anker, aber die CSDB ebenso. Das ist ein Dreher hier in dem, also CSDB heißt es. Ne? DemoZoo, Internet Archive, Coldboy auch und Z-Express, was hier möglicherweise nicht so bekannt ist, aber kann ich gleich noch was, eventuell später noch was sagen.
Und es gibt noch mehr, vieles kennen wir auch noch nicht, aber das sind die Dinge, mit denen wir angefangen haben. Das sind also schon mal sehr unterschiedliche Datenquellen. Wir haben versucht, möglichst viele Informationen zu Diskettenmagazinen aus diesen Datenquellen rauszuziehen, zusammenzufassen. Jetzt erstmal gar nicht so einfach war, weil dabei auch immer so die Frage reinschießt, was ist jetzt eigentlich ein Diskmag, was ist ein Diskettenmagazin? Ne? Da gibt es dann manchmal auch sehr kategorische Abgrenzungen, ne? Also wie zum Beispiel Diskmag darf nicht kommerziell sein oder so, das sehe ich anders, aber kann man sicherlich drüber diskutieren. Diskmag muss auf Diskette sein, ja, richtig, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt sind Diskettenmagazine ins Internet gewandert, haben sich dann immer noch Diskmag genannt und sind vielleicht auch nur noch auf Disk-Images verfügbar. Ne? Also insofern ist es nicht unbedingt an die physische Medienform gebunden. Ne? Also das ist auch so eine Sache. Software-Magazin, ja, nein, da scheiden sich manchmal auch die Geister. Ne? Die anfänglichen Disk-Mags haben, also gerade die kommerziellen, haben immer sehr viel Software mitgeliefert und dann eher nur so Anleitungen mitgebracht. Im Prinzip war das einfach Software-Magazin, und nicht unbedingt ein Diskettenmagazin, wo man jetzt noch viel Content oder so hinzubekommt. Ne? Also jetzt Artikel über die Szene oder über Programme oder sowas, außer den Anleitungen. Insofern könnte man da auch eine Abgrenzung vornehmen, dass man sagt, Diskettenmagazine müssen irgendwie inhaltlich befüllt sein. Aber das muss man auch erstmal beurteilen können, beziehungsweise muss man sie ja erstmal lesen. Also, und wir haben sehr viele Diskettenmagazine gefunden, deswegen konnten wir diese Unterscheidung gar nicht vornehmen. Weitere Schwierigkeit: ASCII-Signs, Disk-Sign, auch nicht immer so einfach abzugrenzen, weil einige schon recht einfach waren, manche medial indessen recht aufwendig mit Musik, Animationen, Bildern und so weiter, mit allem sozusagen. ASCII-Sign ist sozusagen dann nur Text, ne? Und es gab einfach, also die Bandbreite ist da sehr groß. Und auch hier eine klare kategorische Abgrenzung zu ziehen, ist vielleicht eher kontraproduktiv. Das letzte, Heft und Diskette, hatte ich kurz schon erwähnt, ne? Es ist jetzt Heft mit Diskette oder Diskette mit Heft, ne? In den meisten Fällen kann man das wahrscheinlich klar auseinanderhalten. Es mag aber einige Beispiele geben, in denen das vielleicht auch nicht so klar der Fall ist. Ne? Gerade wenn sozusagen die analoge Ausstattung oder die Printausstattung zu dem Diskmagazin auch noch irgendeinen Content bringt, der eben auf der Diskette nicht drauf ist. Also auch hier ist es, was gilt als Diskmag? Es ist, sagen wir so, es ist ein weites Feld. Wir müssen das jetzt, also oder ich betrachte das jetzt irgendwie so eher so als Phänomen und treffe deswegen jetzt keine kategorischen Entscheidungen dazu. Aber es kann sein, dass solche Unterscheidungen eben manchmal hilfreich sind, sofern man sie tatsächlich so fällen kann. Die Datenbanken, denn schließlich haben uns das auch nicht immer so ganz leicht gemacht. Also keine ist vollständig. Die meisten haben irgendeine Einschränkung, entweder auf ein bestimmtes System, auf eine bestimmte Sprache oder auf einen bestimmten einen Gegenstand. Ne? Bei CSDB ist es zum Beispiel so, soweit ich weiß, dass es eben dass das jeweilige Magazin Demo enthalten muss. Ne? Das heißt, zum Beispiel die Magic Disc, vorhin gezeigt, ist drin, aber es sind nicht alle Ausgaben von Magic Disc drin. Das ist, deswegen macht es das ein bisschen schwierig. Zumindest haben wir den Hinweis, dass es diese Magazine überhaupt gab. Ne? Also das ist auch schon sehr viel wert. Das nur so als ein Eindruck von dieser, was passieren kann, wenn man aus verschiedenen Datenbanken etwas zusammensammelt. Was haben wir gefunden? Also meine Schätzung war, als ich das Projekt beantragt habe, ja, es mag wohl so 250 bis 300 Stück geben. Und das Ergebnis war, dass ich mich ich lag nur leicht daneben. Also ich habe mich nur um 1000% verschätzt. Wir haben tatsächlich, das ist maßgeblich das Werk der Studierenden, die hier beteiligt waren, 2500 Magazintitel gefunden. Ohne eine scharfe Abgrenzung jetzt vorzunehmen, muss man sagen. Ne? Aber es ist, also die Masse an Material ist doch recht überwältigend gewesen. Wir haben dann versucht, möglichst viele Dubletten schon rauszufiltern durch OpenRefine und haben das dann alles eben in den Semantic Media Wiki reingeworfen, was jetzt noch in der Entwicklung ist, aber ich zeige es einfach trotzdem.
Ja, genau. Da kann man diese 2477 aktuellen Magazintitel schon durchsuchen. Das sind nur die Titel. Ausgaben gab es weitaus mehr. Ne? Also ich schätze, so zwischen 15.000 und 20.000 Einzelausgaben dürften das dann am Schluss sein. Hatte heute Morgen schon den Besuch von einem Kollegen von Publication, ein Diskmagazin aus bis 2006, glaube ich, existierte. Ist der Kollege gerade hier? Oder ist er? Na, ist egal. Der hat schon bemerkt, der hat dann netterweise auch reingeschaut, hat schon bemerkt, dass wir da dann auch einige Dubletten schon drin haben. Ne? Also da werden wir bei den einzelnen Ausgaben noch ein bisschen was reduzieren müssen. Aber so als Stand ist das schon mal, also lieber mehr als wenig in diesem Fall. Also wir nehmen erstmal alles von allen Sprachen, allen Systemen und aus einem recht breiten Zeitraum. Bevor wir das dann zusammenschneiden auf den tatsächlichen Zweck. Genau, das war die Webseite. Ach so, und was wir jetzt schon mal sagen konnten, nach so einer ersten Auswertung, wir haben ja geschaut, also wie viele Diskettenmagazine gab es eigentlich, wie viele neue Diskettenmagazine, muss man sagen, wie viele neue Diskettenmagazine wurden eigentlich gegründet, unterschieden nach Jahr und Computersystemen. Da haben wir jetzt mal 6 Systeme rausgegriffen, die am häufigsten vorkamen. Man sieht so ein bisschen hier ganz am Anfang, da fing es auf dem Apple II an, das waren die ganzen kommerziellen Systeme. Dann ging das und dann nahm das Ende der 80er aber erst richtig Fahrt auf, als sozusagen die Heimcomputer auch bezahlbar wurden, unter anderem durch C64 und in der Breite verfügbar wurden. Entsprechend haben wir dann da doch eine ziemlich steile Kurve nach oben. Angefangen tatsächlich mit C64, denn also es ging so das war so ein bisschen das Vorreitersystem hier für die breite Menge. Dann kam Amiga nach, das ist die violette Linie. Etwas später, also ziemlich gleich in der Linienform, auch Atari mit der grünen Linie. Und gar nicht so viele Jahre später dann Discmax für den MS-DOS. Da haben wir interessanterweise dann auch so einen zweiten Peak hier zu beobachten, der sich ungefähr deckt. Kausalität möchte ich jetzt noch nicht unterstellen, weil ich noch nicht genug dazu weiß, aber es gibt erstmal einen anscheinenden Zusammenhang. Eine Spektrum-Kurve, also die jetzt möglicherweise hier nicht so gut zu sehen ist, weil es so dunkelbraun gefärbt ist, ne? C64-Farben. Gut, man entschuldige diesen Seitenhieb. Ja, genau, das beim nächsten Mal nehme ich Grautöne, ein von den 32. Warum gab es Ende der 90er so viele Spectrum-Magazine, weil die postsowjetischen Länder sich die älteren Rechner besorgt hatten oder nachgebaut hatten und dort dann eben auch Discmax produziert haben. Also wo es Rechner gab, gab es irgendwie früher oder später auch Discmax. Und deswegen gibt es hier diesen Spectrum-Peak. Und ich vermute, aber das ist erstmal nur eine Vermutung oder eine Hypothese, dass es einen Zusammenhang mit kausalen Zusammenhang mit dem MS-DOS-Ausschlag gibt hier. Naja, oder beziehungsweise dass die gleiche Ursache hier zugrunde liegt. Aber das müssen wir noch untersuchen. Also so viel erstmal so zu der ersten Auswertung. Also zumindest soweit kann man gehen. Was auch noch schön zu sehen ist, das ist hier in der späteren Zeit, also jetzt, also bis in die Jetztzeit teilweise immer noch neue Discmax gibt. Und es fällt auf, dass beim C64 die Kurve relativ konstant ist, dass da immer wieder was kommt. Das ist bei den anderen Systemen eher so punktuell. So viel zu dem Katalog. Ich hoffe auch, dass ich bei dem Katalog vielleicht auch früher oder später mal die Community einmischen wird. Jetzt hat sich das Layout verändert vor 5 Minuten anscheinend. Jetzt, oh Gott, sieht ja furchtbar aus. Naja, egal.
Irgendjemand hat da wahrscheinlich gerade dran rumprogrammiert. Aber das ist in Ordnung. Jedenfalls, ich hoffe, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein paar Diskmax-Erzeuger sich einmischen und sagen, ja, ich habe hier noch ein paar Informationen zu dem oder den Diskmax oder gib mir doch mal hier einen Account oder so. Und dann, was ich natürlich gerne machen würde, wenn jemand sagt, ja, ich habe hier Infos zu dem Diskettenmagazin, würde ich hier gerne ergänzen, dann würde ich das sehr gerne liefern. Der Katalog hat unter anderem auch den Sinn, dass diese Daten, die da drin sind jetzt, also nicht da einfach so rumliegen wie in allen anderen Datenbanken, sondern dass diese Daten auch irgendwie in die Bibliothekskataloge kommen, beziehungsweise die Grundlage bieten für eine Befüllung von Bibliothekskatalogen, sodass man dort dann auch später irgendwann, aber das haben gesagt, die machen das dann, ja, also das heißt, ich kann denen diese Daten geben, die schauen sich das alles genau an, dann brauchen sie wahrscheinlich ein paar Jahre Zeit, bis sie es alles ausgewertet haben und dann sagen die, cool, danke, okay, jetzt können Sie in dem Katalog der Deutschen Nationalbibliothek alle diese Magazine finden. Also die kriegen dann sozusagen Normdateneinträge und sind dann referenzierbar mit einer festen Adresse. Also das wäre ein großartiges Ziel. Damit kann man nämlich tatsächlich dann auch Diskettenmagazine identifizieren. Also wie man eben bei diesen Nationalbibliotheken auch Personen identifizieren kann über eine eindeutige Kennziffer. So, also das dazu. Da haben wir uns schon einiges mit vorgenommen und da wir jetzt nur 10-mal so viel bekommen haben, wie wir erwartet haben, kriegen wir das auch bestimmt problemlos hin bis zum Ende des Jahres. Naja, naja, gut. Und was jetzt noch offen ist als kleine Aufgabe am Rande, es war ja auch die Idee, dass wir eben Texte extrahieren aus den Diskettenmagazinen, um dann zumindest für den deutschsprachigen Bereich, so ist das Vorhaben, ein kleines Textkorpus anbieten zu können, was man denn durchsuchen kann. Also wenn ich jetzt suche nach Last Ninja oder sowas, dann kriege ich eben alle Einträge, alle Fundstellen zu Last Ninja auf verschiedenen Systemen, in verschiedenen Sprachen und so weiter. Ne? Also in diesem Fall jetzt natürlich nur Deutsch, aber idealerweise kann man das dann erweitern. Wir haben uns jetzt erstmal auf Deutsch beschränkt, weil es einfach sonst viel zu viel wird. Und weil man dann eben, wenn wir jetzt ein deutschsprachiges Korpus bereitstellen, auch sagen kann, wir nutzen das für die Sprachforschung, für die Erforschung des Computerjargons in den 80er Jahren. Und dann kann man das mit deutschsprachigen Wörterbüchern verbinden. Also das könnte man direkt da einspeisen. Also diese strukturellen Möglichkeiten, die liegen vor, die haben wir auch. Da gibt es nahe Kontakte an diese Stellen dran, dass wir das sozusagen mehr oder weniger direkt andocken können. Und dass es dann gerade auch für die Wissenschaft nutzbar wird. Ne? Was liegt uns da im Weg? Wir haben einmal logischerweise auf Disketten immer wieder Kompressionsalgorithmen, die uns das Leben schwer machen. Wir haben zahlreiche Custom-Charsets. Das ist auf allen Systemen, nicht nur auf dem C64 interessant, was da teilweise gemacht wurde. Ne? Also, dass man Emojis erfindet oder so und dann Grafiken aus Text und so, ist wunderbar. War ja auch so gedacht, nehme ich an. Aber es stellt uns natürlich ein bisschen vor ein paar Schwierigkeiten, ne? Weil man jeden Text, den man kriegt, meistens noch ein klein bisschen nachbearbeiten muss. Und am Schluss dann also ein valides Unicode-Mapping, ne? Also wir müssen am Schluss den Text irgendwie dann doch ein bisschen reduzieren und entfernen von dem Originalcode, damit es heute irgendwie überhaupt kompatibel ist. Und last but not least, Rechtsfragen, da lassen wir uns entsprechend professionell beraten von einer Anwaltskanzlei, die den übersichtlichen Tagessatz hat, Stundensatz von 250 Euro, uff, naja, aber wir haben einen kleinen Etat dafür bereitgestellt bekommen, also dass wir die tatsächlich bezahlen können und die werden uns genau sagen können, was sozusagen, was wir vielleicht lieber lassen und was machbar ist
mit diesen Dingen. Da wird es wahrscheinlich vor allem um Urheberrechtsgeschichten gehen, aber auch um Sachen der Persönlichkeitsschutzrechte. Unter anderem, weil in diesen Diskettenmagazinen, gerade in den Community-erzeugten Magazinen, auch viel Talk dabei ist, was man vielleicht so alles Schönes gerade wieder gecrackt oder kopiert hat und so weiter und in welche Systeme man gehackt hat oder so. Und naja, und dann hat man unten auch noch seine Adresse hingeschrieben und naja, das gut, ist vielleicht, kann man sagen, gut, ist lange her, ist jetzt. Naja, aber vielleicht möchte man es trotzdem nicht so wieder aufgedeckt bekommen. Ne? Deswegen ist da die Frage, wie geht man jetzt damit um? Das ist wahrscheinlich eher, also diese Rechtsfragen, also Urheberschaft ist wahrscheinlich eher etwas, was im Bereich der kommerziellen Magazine schwierig ist. Persönlichkeitsrechtgeschichten sind wahrscheinlich eher so in diesem Bereich der Community-Magazine von Relevanz. Und ich hoffe, dass auch hier bei der Textextraktion, und dann haben wir schon einige gute Kontakte bislang aktivieren können, dass die Community, also vor allem die Erzeuger, bereit sind, ihre Texte herzugeben und zu sagen, ja hier, bitteschön, nehmt es einfach, wir haben es ja noch, bevor ihr euch da so viel Arbeit macht. Dann nehmt doch einfach das, was wir noch irgendwie irgendwo rumliegen haben. Damit kann man schon wesentlich mehr anfangen. Also darauf hoffe ich noch ein bisschen, dass dann hier und da vielleicht noch was kommt. Also falls jemand hier im Saal ist, dann sehr gerne. Was wir außerdem machen möchten, um auch diese Rechtsfrage so ein bisschen abzufedern und vielleicht die Schwierigkeiten dabei, dass wir sagen, ein abrufbarer Volltext, bei dem man alles komplett laden kann, ist jetzt eine Maximallösung, die nicht zwingend sein muss. Was wir minimal eigentlich erreichen möchten und womit wir eigentlich schon voll zufrieden wären, dass wir zu einem bestimmten Wort, wenn man es sucht, oder eine Gruppe von Wörtern höchstens, dass man dann Fundstellen bekommt, dass man vielleicht Statistiken daraus generieren kann und dass man so Diagramme daraus erzeugen kann, sodass man einen Zugang hat zu den jeweiligen Fundstellen und findet, okay, in der und der Ausgabe finde ich das Wort oder die Erwähnung von XY. Ne? Und das würde schon völlig genügen. Und man kann dann ja mit dem Emulator sich das Image besorgen und dann entsprechend selber abrufen oder vielleicht auch sogar im Internet Archive, sofern die Ausgabe davor liegt, direkt im Browser emulieren lassen. Also das wäre so die Idee, die wir dazu haben. Es ist ein weites Feld. Ich habe jetzt sehr viele Folien verbraucht. Ich glaube, das genügt jetzt eigentlich. Ich hoffe, es war interessant. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf Fragen. Gibt es Fragen? Schieß los. Generell die Verteilung der Themen bei diesen Discmacs. Mhm. War das jetzt speziell Sachen, die sich auf den C64 und Programmierung beziehen? Oder gab es eben auch diese Discmacs mit allen möglichen Themen? Mhm. Und wie wird damit dann umgegangen? Ja, absolut. Gab es beides, genau. Also es konzentriert sich häufig tatsächlich um computeraffine Themen. Das stellt man immer wieder fest, also entweder bei den Software-Magazinen direkt, das ist dann so ein Top-Down-Angebot, oder wenn man diese Community-Magazine hat, dann sind es, die bieten dann untereinander eben Programmierkurse an oder was gibt es noch alles Schönes? Es gibt dann so, oder Musikcharts, also natürlich immer auf Computermusik bezogen oder Demo-Charts und sowas. Ne? Also die beschäftigen sich vor allem mit sich selber, ne? Diese Communities. Das ist ganz schön, ja, genau gleich. Es gibt aber auch so ein paar interessante Ausreißer dabei. Es gibt hin und wieder auch mal Literaturmagazine, die dann sagen können, also gut, ich finde kein Printmagazin, dann mache ich es eben auf Diskette, da kann ich schreiben, was ich will. Ist auch sehr interessant, was da teilweise dabei rausgekommen ist. Auch diese Grafik- oder Musikwettbewerbe, die es dann teilweise gab, also in diesen Magazinen sind wirklich interessant anzusehen und zu verfolgen. Also bis hin auch so zu ganz spezifischen Fansigns. Also ich habe in einem anderen Raum noch ein Poster hängen dazu, da kann man sich dann noch so ein paar Typen anschauen. Es gibt da zum Beispiel so ein Star Trek-Fansign, und das Menü funktioniert so, dass man irgendwie so einen Spock durchs Raumschiff steuert, da muss man an eine Konsole gehen, und wenn man da
wenn man die Konsole ansteuert, dann kriegt man den Text, also dann kriegt man da so eine Rubrik an Artikeln. Ne? Und dann muss man, um die Rubrik zu wechseln, muss man zu einer anderen Konsole gehen und so. Ne? Also es hat so ein bisschen, ist ein bisschen gamifiziert. Und vom Gegenstand dann eben auch gar nicht mehr auf diese Computerszene bezogen, sondern was völlig Externes. Ne? Also gab es auch, ja. Du hast bei dem einen Beispiel, wo ihr schon eine Webseite daraus gemacht habt, gezeigt, dass es so eine Art Glossar oder, oder ich weiß gar nicht, was passiert. Ja, genau, ja, genau. Das muss manuell gemacht werden, nehme ich mal an. Ne? Das oder? Muss größtenteils, ja, es gibt da Möglichkeiten für, wenn man jetzt, man kann das mit, war das schon die ganze Frage? Das war die Frage, okay, alles klar. Ich habe das jetzt für dieses Beispiel manuell gemacht, weil ich gesagt habe, ich mache nur eine Ausgabe und dann mache ich es einfach komplett. Man kann allerdings mit Named Entity Recognition, also so, das sind Machine Learning basierte Modelle, auch solche Gerätenamen oder Magazinennamen oder was haben wir hier noch, Organisation oder so, also vor allem Eigennamen eben, in Texten erkennen und klassifizieren und möglicherweise auch mit bestehenden Ressourcen verlinken. Das geht nicht 100% zuverlässig, aber man kriegt eben Vorschläge, sodass es so dass man sagen kann, gut, mit dieser Vorschlagsqualität sind wir erstmal zufrieden. Oder man sagt, ich verarbeite die diese Vorschläge noch nach. Also da gibt es ein paar Möglichkeiten, dass es nicht nur Handarbeit sein muss. Ja, also da gibt's, so muss man sich, glaube ich, ein bisschen mit Python auskennen. Mhm. Noch eine Frage? Ja. Kann man was erkennen zur internationalen Verteilung von diesen Disk-Macs? Mhm. Ja, ich hatte anfangs angenommen, dass der Anteil an deutschsprachigen Magazinen größer sei, weil ich mich irgendwie an, aber das war ein Perspektivproblem meinerseits. Es ist tatsächlich so, dass es sprachlich das meiste auf Englisch passiert ist und jeweils, also auch in Ländern, wo jetzt Englisch nicht unbedingt die Alltagssprache ist und vielleicht auch nicht, also wo es halt die erste Schulsprache ist oder so. Ne? Das hat dazu geführt, dass es teilweise auch so mehrsprachige Disk-Macs gab, die dann so ein bisschen Deutsch-Englisch gemischt waren beispielsweise. Oder es gab ja auch so im skandinavischen Raum also eine sehr starke Szene, ne, die dann auch, ich glaube, sehr viel auf Englisch geschrieben hat, eigentlich auch um eben grenzübergreifend wirken zu können, ne, oder um sich grenzübergreifend austauschen zu können. Also diese Diskettenmagazine haben ja auch als Austauschmedium funktioniert und wahrscheinlich fiel deswegen häufig auch die Wahl für die englische Sprache aus. Man hat das jetzt in diesem Bereich dieser, da kann ich es nochmal kurz aufrufen, in dieser postsowjetischen Spektrum-Rezeption hat man eine andere Situation. Die haben dann tatsächlich auch in den jeweiligen Landessprachen sehr viel gemacht. Das ist eine sehr schöne Datenbank. Hier ist ein Verzeichnis von eben diesen Spektrum-Macs im kyrillisch-alphabetischen Raum, ja, größtenteils. Das heißt aber, das inkludiert dann natürlich, bulgarisch, ukrainisch, russisch, etc., etc. Das kann man hier dann ganz schön nachvollziehen. Und ich rechne damit, dass es noch große Lücken gibt in diesem Katalog im Hinblick auf einmal die asiatische Szene. Also ich würde eigentlich davon ausgehen, ich habe jetzt bislang noch kein einziges japanisches DSMAC hier drin. Kein Wunder, weil keiner von uns Japanisch kann bislang. Mir fehlt auch noch etwas in Richtung Südamerika, Spanien, wo ich eigentlich auch schon durch Unterhaltung gehören, nach Unterhaltung davon ausgehe, dass es da eigentlich auch etwas ein bisschen mehr, dass noch einiges zu erwarten ist. Ne? Naja. Also die Sprachverteilung ist hier noch nicht, ich glaube, ist noch nicht so richtig austariert, sage ich mal. Da sind bestimmt noch viele Lücken zu füllen hier. Ja. Ach so, ja.
Ist geplant, dass die interaktiven Inhalte sowie Animationen zum Beispiel früher oder später irgendwie da Teil werden, oder ist das rein textbasierter Katalog und also dass man sowas wie so ein Video hat für diese interaktiven Teile? Genau, das ist eine große Frage. Wir haben das, um das überhaupt erstmal möglich zu machen, dieses Projekt, das erstmal auf Text begrenzt. Und eine Idee ist tatsächlich im Zusammenhang eben mit so einer Präsentationsform wie hier eben jetzt auch zu sagen können, okay, ich will jetzt hier von dieser Seite eben auch das jetzt ins Original reinspringen können. Ne? Also zum Beispiel in eine Emulation oder zumindest in ein Screenshot, in ein Video im besten Fall, in so ein Screencast vielleicht, damit ich einen kleinen Eindruck davon bekomme, wie das Original gewirkt hat. Also das wäre eine Idee. Ne? Das könnte man versuchen, in diesem Fall könnte man das eben noch dran bauen, also um eben noch mal so ein Showcase zu haben. Aber wie man das für die Masse bewältigt, ist mir noch nicht ganz klar. Also weil die Diversität auch sehr groß ist. Ne? Ja, hier ist noch eine Frage und da hinten noch. Ah ja, okay. Wie hat denn Ende der 80er Jahre die Verbreitung stattgefunden? Ausschließlich auf Disketten oder auch schon auf rein elektronischem Weg? Also soweit ich weiß, hat man sich die Disketten vorrangig gegenseitig zugeschickt oder man hat es eben gekauft und daheim kopiert und vielleicht verteilt im Freundeskreis, vielleicht auch untereinander ausgeliehen, ne? Dass man sagt, hier, ich habe das durchgelesen, hier, nimm du mal oder so. Ne? Also das gab eine große sekundäre Leserschaft hier. Jetzt waren die Diskettenmagazine, weil es ja auch eine Software ist, in der Regel nicht so klein, dass man die jetzt irgendwie durchs damalige Internet pressen konnte. Also das konnte man machen, aber wenn man jetzt sagt, gut, also eine volle Diskette mit Software auch noch drauf oder so, sind dann vielleicht Pakete, die man da nicht übers Internet verbreitet hat, da sind diese ASCII-Signs dann eben schon eher die Kategorie, die dafür in Frage kamen. Zu späterer Zeit dann ja. Ne? Also wenn es dann so Richtung Ende der 90er oder so geht, dann auf jeden Fall. Ne? Also dann ist das Diskettenmedium auch irgendwann obsolet geworden. Aber meiner Erfahrung nach hat der Austausch über das Medium Diskette stattgefunden, ja. Ja, wir werden ja in Kürze sowieso nochmal darüber diskutieren, wie playable Content zitiert werden kann in Texten. Und dazu fiel mir vorhin ein, als ich bei dir am Stand war, da hast du mir Teile vorgestellt aus Diskettenmagazinen mit Hilfe von RAMs Images, wo so ein Disk-Image erstellt hast von einem RAM. Genau. Und das wäre natürlich eine gute Option, also dass man zu spezifischen Inhalten, zum Beispiel, wenn man in diesen Text rein will, dass man dann eben so ein Image hat von einem RAM und das laden kann. Die sind ja nur 64 Kilobyte groß, genau. Das ist ja nicht die Welt. Und wenn jetzt noch Internet Archive überreden könnte, dass man in die Emulatoren dort diese Images reinlesen könnte, also diese RAM-Images, genau. Dann hätte man natürlich ein ideales System. Genau, genau, das wäre das Ziel, ne? Dass man hier sagen kann, also hier am Rand, am linken Rand sieht man, also wo da die Ziffern stehen, ne? 7, 8, 9, das sind die jeweiligen Seiten, ne? Wo man dann blättern muss, dass ich sage, gut, ich kann bei der Seite noch drauf tippen oder so und dann komme ich sozusagen in den jeweiligen Speicherzustand genau auf diese Seite dann, ne? Das kriegt man dann sozusagen auch schnell bereitgestellt, ne? Das könnte ich sogar theoretisch mal kurz hier im Emulator nochmal zeigen. Läuft das Ding hier überhaupt? Ich habe hier einen bereit. Da könnte ich ja nochmal kurz so ein Beispiel aufrufen. Achso, hier ist der Vice Emulator auf der einen Seite zu sehen. Jetzt habe ich hier eine Reihe von Disk Signs. Ich nehme einfach mal das erste, das ist irgendwo das am flottesten ist. So, da wird dann einfach direkt der Speicherzustand reingeladen und dann kriegt man es halt genau in dem Zustand, in dem man den RAM-Snapshot gemacht hat. Das ist sowas wie ideal, um das sozusagen zitierfähig zu machen. Ne? Man zitiert dann, also man rekonstruiert einen Speicherzustand, den man dann eben zitiert. Ja. Übrigens ein sehr schönes Magazin, dieses Sex and Crime. Warum? Weil das sehr klein war. Es bestand aus genau einer Datei.
die man sozusagen sogar auch noch selber weiter bearbeiten konnte. Es gab hier eine Rubrik, da konnte man selber was reinschreiben, dann wurde einfach diese Datei, wurde hinten was dran geklebt, ne? Wie bei Microsoft Word, die alten Dateien früher. Also konnte man einfach erweitern. Das ist hier diese Mailbox, unten links steht hier. Und da es nur eine Datei war, hat sich dieses Diskmac auf anderen Diskmacs mitverbreitet. Also die waren dann sozusagen ein Teil, das konnten also ein Diskmac im Diskmac. Ne? Also wurde teilweise mit Game On zum Beispiel dann verbreitet und gesagt, ja, wir haben jetzt hier Game On, hat so, ja, nett, wir haben jetzt die neue Ausgabe übrigens von Sex and Crime auch mit im Rucksack. Ne? Also die ganze Geschichte ist irgendwie auch schachtelbar anscheinend. Ja. Gut. Okay. Genau, dann, wenn es keine weiteren Fragen gibt, nochmal vielen, vielen Dank fürs Gehör und für die sehr interessierten Fragen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr euch nochmal darüber unterhalten wollt oder wenn es vielleicht noch weitere Fragen gibt oder so, es gibt ein Poster, ich bin morgen auch noch da. Vielleicht hat jemand auch noch spezielle Anmerkungen zu Diskmacs oder hat Inhalte, die er uns geben kann oder möchte sich irgendwie dran beteiligen oder so, sind wir jederzeit offen für. Also nochmal vielen Dank. Ciao.